Herzlich willkommen zum Lacktausch. Habt ihr euch eigentlich schon gefragt, wie ihr auf eurem zum Beispiel McLaren GT3 Wheel ordentlich individuell die Knöpfe belegen könnt, ohne angewiesen zu sein auf die voreingestellten Belegungen? Habe ich hier eine Lösung für euch. Gut, viele von euch werden das wahrscheinlich schon rausgefunden haben. Aber für all die, die sich immer noch fragen, wie geht das eigentlich? Denn ich finde ja nur andere Lenkräder hier im Menü bei Gran Turismo. Wie kann ich denn da jetzt Knöpfe am GT3-Wheel so belegen, wie ich es gerne möchte? Dafür gehen wir einmal in die Optionen, gucken bei den Controllern. Und dann sehen wir auch schon verschiedenste Bases. Wir reden ja jetzt in diesem Fall mal von Fanatec. Da haben wir hier zum Beispiel die GTDD Pro. Und wir haben sogar noch das CSL Elite Racing Wheel. Das ist ja auch ganz schön. Und wir haben die Fanatec Podium. Haben wir hier in meinem Fall vorliegen. Aber gehen wir mal auf die GTDD Pro. Mit der werden ja viele, viele Leute an der PlayStation unterwegs sein. Eine ganz hervorragende Wheelbase mit bis zu 8 Newtonmetern. Schauen wir doch mal. Und da haben wir eben nur dieses Lenkrad, das dereinst von Polyphony entwickelt und designt worden ist. Und jetzt schauen wir doch mal, was können wir denn da machen? Weil wir haben ja jetzt hier ein komplett anderes Lenkrad und ich weiß jetzt auch hier gar nicht, welche Knöpfe das eigentlich sind, die ich hier vor mir habe. Die haben ja auch gar nicht die Bezeichnung, die wir da in dem Menü sehen. Ja, dafür nehmt ihr einmal einfach euer Handbuch für das McLaren GT3 V2 zur Hand, schlagt die Seite 3 auf. Und dann könnt ihr schauen hier auf der Übersicht, egal welche Button Caps ihr drauf habt, ihr seht hier immer ordentlich mit einem Pfeil zugeordnet, welche Nummer zu welcher Taste gehört. Nehmen wir jetzt zum Beispiel an, ihr wollt gerne hier links blinken und hier rechts blinken. Das finde ich, das kann man sogar blind ganz wunderbar machen im Fahren, ne? Hier mal eben links blinken, hier mal eben rechts blinken. Das ist eine ganz einfache Einstellung. Dann schauen wir mal, das hier oben links ist die Taste mit der Nummer 1. Dann schaut ihr hier in die Tabelle und dann seht ihr hier Nummer 1 ist am PC die 11. Aha, interessant. Bei der Xbox heißt die LSB und bei der PlayStation heißt die L3. Dann müsst ihr jetzt hier gucken bei dem Fanatec GTDD Pro. Wo haben wir denn hier L3? Da ist L3. Dann wählt ihr das aus und dann sagt ihr auf L3 möchte ich bitte den linken Blinker haben. In meinem Fall hier bei der englischen Version den Left Indicator. Ausgewählt, gedrückt und dann haben wir den da. Machen wir das Ganze an einer weiteren Taste hier, die Nummer 6. Das ist das, wo wir den rechten Blinker gerne haben wollen. Nummer 6 schaut ihr hier in die Tabelle im Handbuch. Und dann seht ihr hier, das ist auf der PlayStation R3. Das ergibt Sinn. Das haben wir hier drüben, R3. Dann wählt ihr das aus. Und dann sagt ihr R3, da möchte ich den Right Indicator haben, beziehungsweise den rechten Blinker. Wenn ihr das jetzt mit allen Tasten so gemacht habt, wie ihr euch das vorgestellt habt, könnt ihr hier jetzt einfach auf OK gehen. Und dann ist das gespeichert. Ich hoffe, dass euch das ein wenig geholfen hat hier und dass ihr jetzt in Zukunft endlich die Tasten auf dem McLaren GT3 oder beliebigen Lenkrad eurer Wahl belegen könnt, die ihr schon immer belegen wolltet, weil ihr es einfach bequemer so findet und weil ihr die Tasten so besser wiederfindet. Also wenn ich euch da abhelfen kann, freut es mich sehr. Wenn ihr noch irgendwelche eigenen Tipps dafür habt, gebt sie gerne in die Kommentare. Ich glaube, es herrscht ein gewisser Bedarf danach, dass man Tipps dafür bekommt, wie man sein Lenkrad am besten konfigurieren kann in Gran Turismo 7. Ich selber habe lange danach suchen müssen, bis ich da mal auf die richtige Idee gekommen bin, weil ich tatsächlich zu doof war, einfach auf die Idee zu kommen, ja Moment, ich
brauche ja gar nicht dieses Lenkrad da, was da angezeigt wird, sondern ich kann ja einfach hier die Tastenbezeichnungen so übertragen auf mein McLaren. Hat eine Weile gedauert, bis da der Groschen gefallen ist. Also, wenn er jetzt bei euch auch gefallen sein sollte, freut's mich. Und damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss!